Gut, gut. Dann wollen wir mal. So, da unten, da drüber. Dann sind zwei nebeneinander. Dann hier das große. Jawohl. Ein Blatt. Ja, sieht gut aus. Und da haben wir es. Danke. Ja. Oh Gott. Auf dem Schild steht Herut Isandra, unsere geliebte Elfenkönigin. Sie ist dem Phönixgeist zum Opfer gefallen. Aha. Toll. Nun? Ah ja, die ist hier wieder, oder wie? Nee? Achso. Achso, da ist zurück. Ja. Ach, wie geil. Das nächste Wimmelbild. Jungfernkrone. Gut. Dann fange ich jetzt mal an. Ja. Nee, Moment mal. Nee, guckt euch doch noch ein bisschen das an. So, jetzt fange ich aber an. So, so, eine Krone bekommen wir. Schon wieder ein Blatt. Die haben es jetzt aber mit ihren Blättern. Sieht aus wie ein Pfirsich. Oder so ähnlich. So. Und da haben wir es auch wieder. Gleich. Genau jetzt. Super. Danke. So. Und nun? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ach ja. Ja, 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 ja. Ne, hier vielleicht. Ja. Supi. Eine Himmelskrone. Geil. So, und jetzt habe ich wieder dahin. Okay. Kann ich jetzt wieder bei der... Nee, kann ich immer noch nicht. Lol. Der Totemgeist hat nichts mehr zu sagen. Okay. Aber jetzt können wir hier endlich weiter. Ach, wie toll. Ich brauche ätzende Flüssigkeit, um diese Schicht dicken Mooses zu entfernen. Ja, habe ich jetzt aber leider zurzeit nicht. Kappe des Artefakts. Yay. Na okay, wollen wir erstmal hier das Wimmelbild machen. Ein Himmelsschloss. Ach, wie toll. Na, das wird wohl gleich sehr schön aussehen. Na gut, dann wollen wir mal anfangen. Dann da.
Ach, da oben war das, okay. So, da. Die waren nebeneinander. Und da fehlen uns jetzt noch zwei Teile. Nee, ein Teil. Sorry. Jawohl. Ja, sieht toll aus. Hat was. So. So. Ja, aber wo ist denn der Scheiß jetzt? Ach, hier. Irgendwo. Ach, wie toll. Wieder ein Wimmelbild. Okay, dann machen wir das mal. Nachdem ihr das euch angeguckt habt. Eine Elfentafel bekommen wir hier, okay. Gut, dann geht's wieder los. Oh Gott. Ach, da ist das. Okay. Dann hier unten. Das sind die anderen Flügel. Boah, sind die Sachen gut versteckt. Also wenn ich jetzt die Lösung nicht gehabt hätte, ja, hätte es schon ein bisschen gedauert. So. Jawohl. Sehr schön. Boah, jetzt haben wir aber viel Zeug. Hallo. Nee, den kann ich immer noch nichts machen. Oh, wieder ein Wimmelbild. Ja, ich sag ja, ich habe euch ja vorgewarnt. Es gibt hier viele Wimmelbilder. Ein Elfenhelm, okay. Gut. Dann geht's wieder los. Ich fange am besten hier oben an. Jawohl. So, dann da drunter. Ein bisschen weiter nach unten gehen. Dann rechts. Boah. Das war wirklich sehr gut versteckt. Ach so, da. Da habe ich falsch geguckt. So, dann hier, dort, da, und da haben wir es auch wieder. Jawohl. Vielen Dank. Boah, Junge, jetzt haben wir aber viel Kram, ey, muss ich sagen. Und jetzt wieder zurück. Okay. Dann dürfen wir hier garantiert hin. Yay, yeah, noch ein Wimmelbild. Eine Elfenkette, okay. Guckt euch das erstmal an wieder. Und dann geht's wieder los. Diesmal fange ich oben in der Mitte an. Schmetterling! Da. Dann hier unten. Jawohl. Das war jetzt wirklich sehr gut versteckt. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. So. Und da fehlt mir jetzt das. Ja. Wo soll das denn sein?
Gute Frage, nächste Frage. Da ich das jetzt ein bisschen durcheinander gemacht habe, weiß ich jetzt allerdings nicht, wo das ist. Toll. Ach, da war das, okay. Ah, nee, mir fehlt ja auch der. Das. Der blaue Stern noch. Ah, der ist hier. So, jetzt haben wir es aber. Danke. So, und jetzt? Ah ja. Ah ja, haben wir ja die Kappe. Yay. Und da ist wieder eine Tür aufgegangen. Die Blaublutzwerge errichteten diesen Tempel, um die Legenden der altruistischen Himmelsvögel unsterblich zu machen. Okay. Eine Prophezeiung besagt, dass ein besonderer Himmelsvogel auf die Erde geschickt wird, um den Phönixgeist zu besiegen. Na, wenn wir das nicht sind, dann will ich jetzt nicht mehr René heißen. Die Himmelsvögel haben die Regel des Nicht-Angreifens gebrochen und wurden dafür vom Phönixgeist für immer in den Himmel verbannt. So. Als der Phönixgeist die Alten zerstörte, schickten die Himmelsvögel die Seenvögel als Hilfe auf die Erde. Aha. Die Himmelsvögel, die Herrscher des Himmels, durften nicht in das Leben der Alten, der Herrscher auf der Erde, angreifen. Sorry. Eine Flasche. Ein Auftautrank. Okay. Hier gehört das Modell des Himmelsschlosses hin. Ja, das haben wir ja hier. Yay! Ich benötige die vier fehlenden Teile, um die Statue des Himmelsvogels zu vervollständigen. Vier Teile. Okay, die Himmelsflügel. Jawohl. Die Statue der Elfenkönigin vielleicht? Nee. Okay, die Himmelskrone. Jawohl. Den Elfenhelm? Nee. Die Elfenkette? Auch nicht. Lol. Gut. Die Himmelsvögel haben die Regel des nicht... Achso, nee, das habe ich ja gerade vorgelesen. Stimmt ja. Hä? Sonst nichts? Lol. Und was nun? Ja, doch. Ich muss... Ah ja, das Schwert noch. Stimmt ja. Immer noch. Ja, lol. Warum der... Nee. Okay. Gut. Was nun? Achso. Da wieder. Ah, nee. Da war ich doch gerade. Ah, ich bin blöd. Aber wo muss ich da jetzt noch was benutzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen Hilfe. Und nun? Ach so, da muss ich wieder hin. Sag das doch. Ah ja, okay. Ich glaube, jetzt verstehe ich das. Genau. Hier müssen wir die Drachenkralle benutzen, oder? Nee, doch nicht. Hä? Ach so, der Säuretrank. Gut. Himmelsschild. Und wieder zurück. Och, wie geil. Okay. Genau hier. Hier hast du dein Schild. Drachenträne. Ah ja, jetzt haben wir beides.
die Drachenkralle und die Drachenträne. Okay. Dies sind die Anweisungen, um den verschiedenen Menschenstämmen mit den Drachenobjekten zu helfen. Was muss ich jetzt tun für die Pferde? Ja. Toll. Ja, ich will jetzt natürlich auch nichts Falsches machen. Um den Pferdeklan diesmal zu helfen. Ich glaube, ich muss halt die Drachentrenne denken, ne? Jawohl. Ja. So sieht also die Frequenz von der Pferdeklan aus, okay? Thank you for your help. Ja, bitte schön. Once the Wolf Clan leaves, we can transform this land into lush green pastures, so our horses may roam freely. Here, as thanks, take these two songbird eggs, one from each of our tribes. May the ancestors' blessings be with you always. Yeah, wir haben alle vier. Geil. Ich hab doch hier noch Sachen. Lol. Okay. The Phoenix Queen is heading towards Snowtop Temple, where there is an elven relic that will give her the power to morph into her ultimate form. Gather all four songbirds. Once you're ready, we'll travel to Snowtop Temple together and stop the Phoenix Queen once and for all. Ja, wir haben alle vier. Aber ich hab hier dann noch Gegenstände. Gather all four songbirds. Once you're ready, we'll travel to Snowtop Temple together and stop the Phoenix Queen once and for all. Im Schneetempel, okay. Hallo. Hier gibt's doch gar nichts mehr. Ach so, ich muss sie mitnehmen. Ach, wie toll. Mondlicht, Blaublatt, Wolkenfeuer und Seengras. Oh, haben die tolle, putzige Namen. Der Professor sucht den Aufenthaltsort der Phönixkönigin, bestimmt mit Hilfe seines magischen Hilfsmittels. Gather all four songbirds. Once you're ready, willst du mich verarschen? And stop the Phoenix Queen once and for all. Ja. Und nun? Ja, zum Schneetempel. Okay. Snowtop Temple was built by the Elven Queen Isandra as a sanctuary for herself. It is also where powerful artifacts and secrets are stored. When the Elven Kingdom fell, the means of access to this sacred place was given to the dwarves for safekeeping. Oh, es ist kalt. Oh. Alter Schwede. This is a secret temple built by Isandra, the Elven Queen. Even as the royal historian, I was not allowed inside without special permission. Uh-huh. Verschaffe dir Zugang zum Schneetempel. Ja, lol. Der Zugang zum Tempel ist eingeschränkt, da sich darin Geheimnisse der Alten verbergen. Und da haben wir keinen Mond. Auch wie toll. Aber hier dürfen wir wieder ein Wimmelbild machen. Statue des Historikers. Ah ja. Gut. Gut, dann wollen wir mal... So, diesmal mache ich das wieder in einer Reihenfolge, sonst komme ich wieder durcheinander. Und das wollen wir ja nicht. So, daneben. Dann da drunter ist ein Gegenstand. Daneben. Da drüber. Am Kopf. So, das habe ich. So, dann geht's hier weiter. Dort.
Und da. Und da habe ich... Ja doch, da habe ich jetzt alles gut. Supi. Okay. Aber was soll ich denn da jetzt mit dem Mond machen? Das kapiere ich jetzt überhaupt gar nicht. Ich brauche einen sichelförmigen Gegenstand, um dieses Monument aufzubekommen. Habe ich bloß nicht. Ja, hier haben wir erstmal die Statue der Elfenkönigin. Die wir hier überhaupt gar nicht brauchen. Oh, wie toll. Okay. Dann eben die Elfentafel. Gut. Dann den Helm. Jawohl. Die Kette. Und das war's. Auch wie lol. Ich brauche eine spezielle Flüssigkeit, mit der ich das Eis auf der Tür tauen kann. Ja, haben wir ja, Gott sei Dank. Hallöchen. Die Alten, die Herrscher über die Erde, weihten ihre Welt dem Untergang, als sie den Phönixgeist herbeiriefen. Okay. Auf diesem Kästchen fehlen zwei kleine Figuren. Ah ja, die wahrscheinlich. Jawohl. Und da fehlt uns jetzt ein Schlüssel. Ach, wie toll. Das liebe ich immer so sehr. Ich sollte jeden Singvogel an die richtige Stelle setzen, um sie auf den Kampf vorzubereiten. Okay. Die Himmelsvögel ließen eine letzte Waffe auf der Erde zurück. Eine Waffe, die Kräfte der Singvögel verstärken kann. Und das sieht man alle vier. Ach, wie toll. Anscheinend wurde ein seltener elfischer Feuerkristall gestohlen. Mit ihm kann die Kraft des Feuers verstärkt werden. Okay. We never expected the Elven Queen would unseal the Phoenix Spirit. Why did she do that? Das ist eine gute Frage. Mondlicht, du kommst dahin. Finde das Geheimnis der Himmelsvögel heraus. So, dann Blaublatt, du kommst... Hä? Ich habe da noch gar nichts gedrückt. Dahin. Wolkenfeuer, du kommst da hinten hin und... Seengras, du kommst hier vorne hin. Oh nein, die Phönixkönigin muss unsere Gegenwart in den Tempel... Ja, toll. Those wretched songbirds and their discord and screeching! How dare you torment me with those cursed fledglings! Ja. Did those foolish elves really think that I wouldn't be able to find their precious fire crystal here? Was kommt this jetzt? Power, it's amazing. You won't be able to defeat me now. Watch as I ascend to my ultimate form and burn all of Enchantia to the ground. Boah, ist die rachsüchtig, die Königin. Alter Schwede. We must find the secret left by the Skybirds. It is our last hope for defeating the Phoenix Queen. Ja. Und da ist der Mond. Ich muss die Waffe finden, die die Himmelsvögel zurückgelassen haben, bevor ich mich der Phönixkönigin stelle. Oh Gott, die sind vollkommen erschöpft, die Seenvögel. Oh Gott, die tun mir leid. Naja, da haben wir den Schlüssel. Sehr gut.